Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. Herzlich willkommen auch hier im Namen unseres Partners Novotel und im Namen des Hoteldirektors Herrn Ludwig Müller, den ihr, glaube ich, alle schon kennengelernt habt. Der ist ja unter anderem auch für die Speisen und Getränke hier zuständig. Bis dato haben wir für das Spiel gegen Hertha 29.000 Tickets verkauft. Aus Berlin werden 1.300 Gästefans erwartet. Danach spielt der FCK beim VfL Bochum. Bis heute, also Stand jetzt, 1.250 FCK-Fans, die ins Ruhrstadion reisen. Dann kommt Braunschweig auf den Betze. Bis jetzt 23.000 Tickets verkauft, allerdings ohne das Gästekontingent. Braunschweig gilt ja durchaus auch als reisefreudig. Der Schiedsrichter der Partie ist noch nicht offiziell bekannt gegeben worden, deshalb kann ich ja auch noch nichts zu sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Leon Jessen mit da ist. Schön, dass du den Weg gefunden hast. Leon, erster Heimsieg, letztes Spiel. Was ist das für ein Gefühl gewesen danach, endlich mal wieder zu Hause mit den Fans feiern zu können? Und natürlich Hertha BSC, eine Mannschaft, die auch mit aufsteigen will. Wie wollt ihr das Spiel angehen? Ja, schon Punkt 1. Das war natürlich sehr schön mit der erste Heimsieg. Das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir das geschafft und das war natürlich sehr gut. Und ja, jetzt kommt der nächste Spiel gegen Hertha Berlin. Das wird natürlich ein sehr schwieriges Spiel. Vielleicht sagen, ja, die wollen auch aufsteigen wie uns. Und wir müssen alle bereit sein, um ein gutes Spiel zu machen. In den Medien wird gesagt, dass beide Vereine ihre Stärken in der Offensive haben. Glaubst du, das wird ein Spiel, wie man so sagt, mit offenem Visier? Beide werden offensiv auftreten oder wird es eher taktisch geprägt? Ich glaube, vielleicht ein bisschen taktisch geprägt, weil wir müssen auch mit dem Kopf spielen und gut hinten stehen und dann können wir nach vorne spielen. Ich kenne der Mannschaft noch nicht so gut, aber morgen machen wir bestimmt ein Video machen. Ja, ich kenne Sandro Wagner, er hat bei uns letztes Jahr gespielt und ich muss natürlich aufpassen, er hat eine gute Größe und ist ein sehr guter Kopfballspieler und muss wieder bereit sein auf ihn. Kann ich nicht beurteilen, was im letzten Jahr hier passiert ist, kenne ich nur als Spieler von Werder Bremen. Da hat er auf mich einen guten, seriösen Eindruck immer hinterlassen. Aber es ist natürlich generell so, dass immer Spieler, die gegen ihre Ex-Vereine spielen, natürlich dementsprechend motiviert sind. Aber alles andere, was da in der Vergangenheit war, kann ich nicht beurteilen und ist im Prinzip für uns auch zweitrangig. Ja, das ist eine spielstarke Mannschaft ist, die natürlich im Spiel nach vorne viel Qualität besitzt. Mit Sandro Wagner, mit Alagui, den sie ja geholt haben von Mainz, mit Ben Hatira, mit Ndieng, mit Ramos, Ronny, also um dann nur einige zu nennen. Also haben sicher viel Qualität. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen zu Hause, wir haben auch gute Qualität im Spiel nach vorne. Insofern wird es, glaube ich, ein interessantes, abwechslungsreiches Spiel werden. Beide Mannschaften haben ja, glaube ich, klare Ziele formuliert. Sie wollen aufsteigen. Beide haben letztes Jahr noch Bundesliga gespielt. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass es ein Spiel wird auf gutem Niveau, wo Kleinigkeiten entscheiden werden. Mannschaften befinden sich auf Augenhöhe. Und insofern zählt es dann Dinge richtig zu machen und wie gesagt, Kleinigkeiten werden entscheidend sein morgen. Übermorgen.